Seit April 2021 dürfen wir im Museumsdorf Düppel offiziell Textilhanf anbauen, zu Forschungszwecken mit einem THC-Gehalt von unter 0,2%. Als Rauschmittel können diese Pflanzen also nicht verwendet werden. Während der Ausgrabungen hier in der mittelalterlichen Siedlung wurden in den Brunnenverfüllungen, aber auch im krummen Fenn, in den Pollenanalysen Hanfpollen nachgewiesen. Das heißt, wir wissen, dass auch im Mittelalter hier Nutzhanf angebaut wurde. Cannabis spielte in der Vergangenheit eine große Rolle, zum einen für die Seil- und Textilherstellung, aber auch für die Papierherstellung. Verdrängt wurde es dann durch Baumwolle und Holz als Rohstoff, feiert seit einiger Zeit aber ein sehr berechtigtes Comeback. Hier im Museumsdorf Düppel soll anhand von Versuchen und Experimenten in den kommenden Jahren die mittelalterliche Produktionskette rekonstruiert werden. Im Rahmen des EU-Projektes Retold sollen diese Ergebnisse oder diese Techniken dann dokumentiert werden. Der Erntezeitpunkt hängt von vielen Faktoren ab, vor allem davon, für was der Hanf vorrangig angebaut wird. Die Pflanzen werden mitsamt der Wurzel herausgezogen. Das ist zugleich rückenschonend, ethnografisch belegt und sorgt auch dafür, dass der Boden gleich gelockert wird und keine holzigen Wurzeln im Boden verbleiben. Sehr wichtig ist es, die Wurzeln im frischen Zustand mit einer Axt abzuhacken. Bei einem Teil der Pflanzen hatten wir die Pflanzen mit den Wurzeln getrocknet und das hat es einfach viel schwieriger gemacht, die Wurzeln abzuhacken. Nach diesem Schritt, also nach dem Abhacken der Wurzeln, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, die Fasern von den Stängeln zu bekommen. Also die Bastrinde, die außen am Stängeln sitzt, wo die Fasern drinne stecken. Eine eher in Asien verbreitete Methode ist es, die Fasern enthaltene Bastschicht frisch von den Stängeln zu ziehen. Hierfür werden zuerst die Blätter abgezupft. Durch das Brechen der Stängel trennt sich die Bastrinde leichter vom holzigen Kern. Die abgezogene Bastrinde wird dann getrocknet und in Wasser eingelegt, um die Fasern weiter aufzubrechen. Danach wird es wieder getrocknet und gemörsert oder weich geklopft. Wie gesagt, ist das Abziehen der Bastrinde in frischem Zustand nur eine Möglichkeit der Hanffasergewinnung. Wenn die Bastrinde nicht direkt nach der Ernte abgezogen wird, muss entschieden werden, ob die Pflanzen erst getrocknet oder frisch einer Röste unterzogen werden. Die Röste oder Rotte kann entweder als Taurotte oder als Wasserrotte durchgeführt werden. Ein anfänglicher Verrottungsprozess bricht die Pektine in den Pflanzenstängeln auf und sorgt dafür, dass sich die Bastrinde vom inneren holzigen Stängel trennt. Bei der Tau- oder Feldrotte werden die Stängel entweder frisch oder getrocknet auf dem Feld oder auf einer Wiese ausgelegt. Dann sorgen die Unterschiede in Temperatur und Feuchtigkeit dafür, dass so ein Rottungsprozess beginnt. Auf dem Feld dauert dieser Rottungsprozess um die 4 bis 6 Wochen. Es kommt immer auf die Temperatur an. Je wärmer, je schneller. Bei der Wasserrotte werden die Stängel hingegen ins Wasser gelegt. Je nach Temperatur dauert der Prozess im Wasser nur 7 bis 10 Tage. Nach der Rotte müssen die getrockneten Stängel gebrochen werden. Das Brechen der getrockneten Stängel haben wir 2021 noch mit Repliken von Flachsbrechen gemacht. Ähnliche Geräte sind ethnografisch auch für die Handverarbeitung belegt, können aber erst im Spätmittelalter das erste Mal in den Niederlanden nachgewiesen werden. Deshalb werden wir uns im Jahr 2022 auf eine Verarbeitung ohne Brechen konzentrieren oder eben alternative Brechmethoden ausprobieren. Wenn die letzten holzigen Stückchen entfernt sind, werden die Fasern gehechelt, also gekämmt, um sie für das Spinnen vorzubereiten. Die Hecheln sind hölzerne Brettchen mit metallenen Spitzen, über die die Fasern praktisch geworfen werden und durchgezogen werden.
Die bekannten historischen Hecheln mit den Spitzmetallzinken sind allerdings erst deutlich später, also in der Neuzeit, in Gebrauch, als wir es für unser Dorf um 1200 benötigen. Hier sind wir noch auf der Suche nach Möglichkeiten, zum Beispiel mit einfachen Kämmen, wie wir diesen Arbeitsschritt anders, also ohne die Hecheln, durchführen können. Nach dem Hecheln können dann die fertigen Fasern versponnen werden, um Kleidung und Seile aus ihnen zu machen. Die kürzeren Restfasern, die durch das Hecheln abgesondert werden, eignen sich gut für die Magerung in Lehmwänden oder die Füllung von Kissen. Man kann schon in diesem Jahr deutliche Unterschiede in der Verarbeitung erkennen. So hat die Tauröste zu Fasern in einem dunklen Grauton geführt. Die Fasern aus der Wasserröste sind sehr hell geworden. Wir haben im letzten Jahr sehr, sehr viel gelernt. Wir hatten alle noch gar keine Erfahrung mit der Textilhanfproduktion. Und ich denke, dass wir in diesem Jahr noch sehr viel vor uns haben, damit wir dann irgendwann mal ein Kleidungsstück aus unserem eigenen Hanf herstellen können. Da freuen wir uns alle drauf.